Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Heimspiel gegen den SV Darmstadt 98. Ich begrüße die beiden Trainer auf dem Podium, Dirk Schuster und René Weiler. Und ich bitte den Trainer der Gäste um das erste Statement zum Spiel. Ja, erstmal guten Abend. Ich glaube, dass wir ein Spiel gesehen haben mit zwei brutal unterschiedlichen Halbzeiten, wo wir in der ersten Halbzeit überhaupt gar keinen Zugriff auf das Spiel hatten und wo nicht Darmstadt 98 auf dem Platz stand. Weil alle Tugenden, die uns in den bisherigen Saisonspielen ausgezeichnet haben, Leidenschaft, Wille, Einsatzbereitschaft, Laufbereitschaft, sehr wenig vorhanden waren. Und dementsprechend auch das Beste an der ersten Halbzeit für uns das Ergebnis war. Weil die Nürnberger, ich habe sie die Saison schon ein paar Mal gesehen, auch ja, uns ein bisschen mit unseren eigenen Waffen geschlagen hat. Sie waren brutal aggressiv, in jeden Zweikampf marschiert, jedes Kopfballduell angenommen, unwahrscheinlich laufstark, ja, und gefährlich. Und da haben wir nicht die richtigen Mittel gehabt und auch nicht die richtigen Wege gefunden, um das aufzuhalten. Und dementsprechend ging es auch völlig verdient mit 1-0 gegen uns in die Pause. Ich glaube, dass wir dann aber in der zweiten Halbzeit Moral hatten, dass wir zurückgekommen sind, dass wir etwas mehr von unseren Tugenden, von unserem Gesicht zeigen konnten. Und das war auch nur die Ansage zur Halbzeit, dass wir das spielen, was uns stark macht und das, was wir können. Und das haben wir in der zweiten Halbzeit bedeutend besser gemacht. Da haben wir mehr Herz gehabt und mehr Einsatz und Leidenschaft gezeigt. Und vor allen Dingen haben wir die Räume kompakter besetzt, waren enger am Mann dran und waren in den Zweikämpfen etwas giftiger, sodass wir dann ja, aus dem Spiel heraus von der Optik her ganz gut aussahen, aber die großen zwingenden Torchancen wir nicht hatten. Das im Endeffekt eine Einzelleistung von Toni Seiler erhalten musste, um hier einen Punkt mitzunehmen, mit dem wir ganz gut leben können. Und ja, ich glaube, der auch gut für unsere Moral und auch fürs Gefühl ist. Ich denke, dass in diesem kampfbetonten, intensiven Spiel sich beide Mannschaften überhaupt nichts geschenkt haben, dass es für die Zuschauer sehr interessant war, dass auch beide Mannschaften zum Schluss noch auf Sieg gespielt haben. Und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit, wünsche meinen Kollegen mit seiner Mannschaft für die ausstehenden Saisonspiele alles Gute und noch viele Punkte. Dankeschön. Vielen Dank. René Weiler, bitte. Ja, ich denke, mein Kollege Dirk hat alles gesagt. Vielleicht einer Abweichung habe ich das Spiel ähnlich gesehen. Nach der Halbzeit waren wir eigentlich auch die ersten 15 Minuten gut im Spiel, hätten auch dort das zweite Tor erzielen müssen. Wir erzielen einfach zu wenig Tore, das begleitet uns. Wir erzielen eigentlich regelmäßig ein Tor, das ist halt einfach zu wenig, um Spiele gewinnen zu können. Wir haben die erste Halbzeit sehr gut gespielt gegen Darmstadt. Wir wussten, die sind athletisch, robust. Meine Mannschaft hat das gut angenommen, hat sich in den Zweikämpfen aufgerieben, mehrheitlich die Zweikämpfe nicht nur angenommen, auch gewonnen. Und mit Fortdauer des Spiels und mit dem knappen Vorsprung ist ja selbstverständlich, dass immer wieder diese hohen Bälle und die Ablagen, dass die immer wieder gefährlich sind und gefährlich bleiben. Einmal waren wir unachtsam, wobei auch der Darmstadter das sehr gut gemacht hat bei diesem 1:1. Trotzdem hat die Mannschaft weiter probiert, nach vorne zu spielen. Leider konnten wir uns nicht belohnen mit dem Siegtreffer, das uns allen gut getan hätte, aber es ist halt so, wie es ist. Darmstadt steht oben, da ist das Glück halt eher mal auf seiner Seite, da braucht es wenige Aktionen, um ein Tor zu erzielen. Und wir machen aus vielen Aktionen zurzeit zu wenig Tore. Das wissen wir auch. Wir sind aber auch überzeugt, dass wir diesbezüglich das bald ändern werden, weil die Mannschaft regelmäßig eigentlich mehr vom Spiel hat, aber sich einfach mit den Resultaten nicht belohnt. Danke. Vielen Dank. Gibt es Fragen an die beiden Trainer? Dann bitte ich um Handzeichen. Keine Fragen? Dann sind wir am Ende der Pressekonferenz. Den Gästen eine gute Heimreise. Auf Wiedersehen.